Schön Lights. Oh, schick. Guck mal, ich hab ein anderes Dingens. Wir sind schön, Buddy. Aber du hast Schön. schon welche für die Seite, Mann. Ich will auch welche für die Seite haben. Und ich will dieses Leuchtedinge haben. Für meinen gibt's keins. Nein. Nein, ich will auch so ein Benz-Zeichen da hinten drin haben. Ein Benz. Ein Benz. Sieht echt geil aus. Mach mal Außenansicht, wir beide hier auf dem Parkplatz. Mache ich jetzt gerade, ja. Heute ist Karfreitag. LKW-Freitag. Freitag, guck mal, der du hast 13. anscheinend Xenon drin, ne? Ich hab da noch. Ja. Guck mal, geht wieder nicht. Warte mal. Muss ich immer irgendwie zusätzlich mit anschalten, warum auch immer. Ich weiß es nicht. Aber jetzt müsste es gehen, ne? Guck. Alter. Bah, das sieht aus, als wenn du einfach zwei Autos gestartet hättest. Ja, das ist jetzt das Fernlicht, wo ich anmachen kann, ja. Das sieht aus, als wenn du einfach so ein, ja, noch ein LKW auf dir drauf hättest. Oh, Krawallleuchte. Die Krawallleuchte ist an. Geil, ich liebe unsere Anfangs-Mercedes. Ich bin auch immer wieder in den umgestiegen, hier in den Berittenen. Immer wieder. Der Gerittene. Ja, weil du hast ja so einen gewissen Fortschritt mit dem Wagen. Der ist halt eingefahren, ne? Ja, sicher. Ist so, ja. Ich habe immer den hier genommen, wo dann stand, ja, ich habe zum Beispiel schon 25.000 mit dem runter oder so, keine Ahnung. Mhm. Da wusste ich immer genau, weil die alle gleich aussehen, dass hier der Chef ist, Benz. Ja gut, also für mich, ich leg mich da halt auch fest, für mich selber gibt's nichts anderes als Scania. Da bin ich halt, also ja, da bin ich bin wirklich ja festgefahren, tatsächlich. Ich bin sogar mehr wie Laie, ich bin ja der Simulant schlechthin. Ja, alles gut. Und außerdem, also, wie langweilig wär's denn, selbst wenn du den Mercy hier feierst, wenn du den wirklich, er fährt ja im Real Life auch denselben Wagen. Also ja, langweiliger wird's ja gar nicht gehen, dann ist er total ass. Ja, stell dir vor, du simulierst, kannst alles fahren, was du willst. Und ja, fahr den dann. So, wir spielen jetzt PKW-Simulator und ich fahre so Saphira C. Ja, ja, genau. Ja, wow. Ja, richtig. Ich glaube, ich fahre jeden Tag durch die Stadt so. Ja. Wow. Und du kannst alles fahren, von S-Klasse bis Lamborghini, aber ich fahre dann Saphira C. Der Moped-Simulator. Gut. Ja, alles klar. Nee, das wäre dumm. Also, das wäre natürlich echt blöd. Nein, also, das wäre... Ich bin schon, wie gesagt, ich bin da echt richtig froh drum, dass... Und aber bin da wirklich mal, so bei Scania. Ja, so ein LKW-Simulator ohne Scania wäre auch komisch, ne? Ja, der wäre dann sehr komisch sogar, ja, tatsächlich. Das wäre schon echt komisch. Das wäre genauso wie bei Luxus-Autosimulator und dann würde der Benz fehlen, das wäre auch dumm. Nein, das wäre natürlich auch blöd. Oder Rennspiele ohne Rennspiele Porsche ohne oder sowas. Porsche oder sowas oder Ferrari oder wie sie alle heißen. Ja, ja. Das wäre ja genauso doof auch. Tatsächlich. Ja. Formel 1 Rennen mit Corsa. Ja. Ja. Formel 1 Rennen mit Corsa. Nein, der gehört der Scania schon hin. Ich denke auch genauso wie MAN zum Beispiel, auch wenn wir den nicht fahren. Aber MAN ist einfach so, ich kenne ich schon seit immer. So MAN-LKWs. So. Ja. Du, klar, das sind das sind einfach so diese richtigen Arbeitstiere, ne? Ja. Du kannst schon, teilweise finde ich, also auf dem LKW-Sektor, gerade jetzt zum Beispiel DAF, Iveco, Renault, haben vom Fortschritt her und von der Veränderung haben die schon einiges durchgemacht. Wenn ich jetzt die Franzosen sowieso auch diese bei PKW. Diese neuen LKW so sehe, die so auf der Straße rumfahren mit den DAF. Also mir kommen mittlerweile, also in Real Life jetzt, ganz, ganz viele DAF. Neue, wirklich, also fabrikneue DAF entgegen. Und die sehen teilweise von der Front ähnlich aus wie so diese neuen Scania. Also, ich hab letztens noch einen DAF auch auf der Straße gesehen, vor ein paar Tagen, seitdem wir das ganze Ding hier spielen. Ja. Das ist ja jetzt nun auch noch nicht ganz so lange, wo ich dann dachte so, oh, Moment mal, wir ignorieren DAF im Spiel, aber das war ein Riesenteil, Alter, wo ich dachte so, wow. Ich sag ja, die neuen DAF sind wirklich, ja, die kann man wirklich auch angucken, so sage ich jetzt also, mal. Also wie du schon sagst, auch so vorne so flat wie so, genau, wie so ein Scania so. Ja, richtig. Also das haben sie schon. Da sind sie wirklich, wie gesagt, haben sie sich weiterentwickelt. Auch der Renault und so, die sind da schon auch jetzt mittlerweile vom Design her, haben sie sich natürlich einiges abgeguckt bei den anderen Herstellern, die es da so gibt. Aber ne, jetzt geht's dir auch so in Real Life, wenn du jetzt draußen bist, irgendwo unterwegs, ist dass du auf so LKW guckst, ne? Ist also, doch immer so. So Ausschau hältst du mehr oder weniger. Such doch mal, wenn du privat ein Auto kaufen willst und du suchst gerade ein bestimmtes Modell, auf einmal siehst du die nur noch auf der Straße.
Ja, so ging es mir immer. Ja. Wenn ich so, oh, ich google gerade irgendwie ja. nach, zum Beispiel Safira habe ich damals gegoogelt oder Charan und so Zeug. Ja, ja. Ja, auch weil man sich die Autos nur noch, und da habe ich immer so verglichen, wenn mal einer irgendwo geparkt hat, schon mal reingelenzt und so. Ja, ja, willkommen in der Matrix so. Ja, ne? Ja, genau. Plötzlich auf einmal sieht man nur noch solche, hä, wieso? Ja, ja, da wurdest du wieder abgehört. Ja. Wurdest du wieder vom Leben abgehört. Google hat wieder die Ohren so, gespitzt. So, so, so im Ohr so, kauf ein Charan. Kaufe, kaufe den Charan. Kauf ein Charan. So gut. sehr gut. Richtig gut. Nee, ich bin froh, dass ich so beim Autokauf bin ich echt pingelig. So als wenn ich mir eine Hose hole. Ne? Bei Hosen bin ich auch irgendwie komischerweise pingelig, obwohl ich ein Kerl bin. Bei allen anderen Sachen ist mir egal, so oder Schuhe. Bin ich auch ein bisschen pingelig. Muss immer so ganz genau, so bis ich so alles habe, was so passt. Und bei Autos ist es genauso. Ich kann Ewigkeiten suchen nach einem gebrauchten Wagen, bis wirklich alles sitzt. Ja, nur beim Gebrauchten ist es teilweise halt schon schwer, weil jeden Wunsch kannst du dir nie erfüllen, ist meistens so. Gut, bei einem Gebrauchten ja eh nicht, da musst du dann natürlich Kompromisse eingehen nachher. Ja, und sagen, immer. An einer so. Stelle ist immer so. Ja, ja. Stell dir vor, du hast wirklich alles drin, worauf du Wert legst, dann stimmt wahrscheinlich der Kilometerschein nicht. Richtig, weißt du? Ja. Oder du hast alles mit Preis, dann stimmt, dann hast du kein Navi, was du dir immer gewünscht hast. Oder vielleicht zwei Sachen sogar. Wo du ja. dann schon wieder sagst so, ah ne, die beiden Sachen fehlen, geht gar nicht, will ich nicht. Ja, so ist es, ja. So ist es immer. Und dann hatte ich mal alles stimmt. Ja. Und dann kommt die Frau, ne, Silber geht gar nicht. Und du kannst sie nicht umstimmen. Nee, ja, ja. Hm. Oh, Frauen und die Farbe und, vom Auto, ne? Oh, die Farbe und, nee, will ich nicht. Ich will den in der Farbe haben. Oh, die ist ja so hart. Ja. Ich sag, Schatz, da ist alles drin. Ja, hm. Dann hat sie vielleicht nochmal nachgehört und sagt so, Sitzheizung denn auch? Ja, ist drin. Ja, okay. Und ja. dann zwei Minuten später, nee, ist Silber. Ja. So, oh. Ja, da kann man wirklich die Hände über den Kopf zusammenschlagen und ja, denken, ja. Warum? Farbe kommt bei mir ganz zum Schluss, außer der ist rot. Rot will ich jetzt auch nicht unbedingt, weil dann hast du. Das neue Rot, das verbleicht ja nicht mehr so schnell, aber wenn ich an die früheren denke, Alter, wenn die boah, so matt die sehen sind, ja dann. Oh, wow, wie die aussahen. Ja, pink! Ja, ja. Die wurden irgendwann pink. Das sieht ja nur noch eklig aus. Ja. Hier wo ist haben 90. wir denn hier eine? Ich hab keinen Bock mehr, geblitzt zu werden. Ich bin froh. Ich glaube, das war das günstigste Blitzen, was ich vorhin hatte mit 200. Also bis jetzt bin ich gut durchgekommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, ich auch. Außer jetzt am Anfang noch die Scheiße. Oh, 142 Tacken. Ist schon teure Strecke jetzt, ja. Was mich ein bisschen geärgert hat, da am Anfang wieder mit der KI die Scheiße, ey. Ach, hör auf. Also, da müssen wir wirklich nochmal rangehen und gucken, ob man da. Wir haben die ja jetzt ungefähr, ich sag mal, 10 Tage probiert, ne? Ja, ja. Diese, ich möchte, also diese KI, die da eigentlich sagt so, wir haben weniger aggressive Autos reingemacht. Ja, aber weißt du, die lassen dich links abbiegen und so ein Scheiß, das ist auch nicht richtig. Nee, absolut nicht, ja. Die fahren geradeaus und lassen dich dann vor und so, die sind ja zu vorsichtig. Ist halt nicht abgestimmt. Nein. So im Allgemeinen. Die machen ja eher Fehler als vorsichtig, okay, aber die machen dadurch auch voll viele Fehler. Ja, die machen richtig viele Fehler. Also wenn ich überlege, du musst ja Angst haben, wenn du hier auf der Autobahn fährst und dann kommt einer auf den Beschleunigungsstreifen hoch. Ja. Und du schaffst es nicht mehr nach links auf die linke Spur, der zieht halt knallhart einfach raus. Oder vorhin hatte ich das auch, wir waren auf der Vorfahrtsstraße unterwegs, von rechts sehe ich so einen Sprinter kommend und ich hatte das Vorfahrtsstraßenschild bei mir, also war ich auf einer Vorfahrtsstraße. Was macht er? Kommt von rechts und zieht dann einfach gnadenlos raus, dass ich in die Eisen musste. Ja, kann man machen. Dass ich voll in die Eisen hacken, also ich musste voll in die Eisen, voll in die Klötzer, ne? Sag's doch Alter. Normal. Voll in die Eisen, einfach, voll in die Klötzer. Ich musste so, muss voll reintreten. Du hast einfach voll reingestiegen. Voll reingetreten. Voll aber rein. Voll. Aber voll. Ich hab voll reingetreten. Hast du aber richtig runtergedrückt, das Ding. Ja, ich weiß, ist ganz schlimm. Ah nee, was ist das schön. Oh nee! Oh nee, was ist da nicht schön? Klickt sie es und hier er auch schon wieder. Das geht wieder Hals und Kragen. Mit seinem Schuhkarton hier. Oh, das ist aber eine Wahnsinnsstrecke hier. Da kann man mal richtig. Alle, ich möchte auch nochmal hier auch für Klicksy. Wir sind ja ganz frisch so auf dem YouTube-Kanal so, ne? Und was wir jetzt so createn, ist ja alles so ganz neu für uns. Und
nochmal, ich nehme dich einfach jetzt mit rein in meine Ansprache. Ja, wir gerne. Wir sind euch so Fall. Dankbar auch. Ne? Wir sprechen auch jeden Tag drüber. So, wenn wir, Klixi schreibt mir ab und zu mal so random auf WhatsApp und erzählt mir von seinem neuen Short und wie der eskaliert und so. Wir freuen uns da übelst drüber. Auch Kommentare und so, wir feiern das extrem. Ne? Das absolut. Einfach, uns macht Voll. Das auf unserer Größe riesig Freude. Boah, auch. Jetzt habe ich aber hier rumgewackelt gerade. Rede mal, ey. Macht einen riesen Spaß und wir freuen uns wirklich auch echt auch über jeden Kommentar und jeden Daumen nach oben ist einfach dann immer eine Genugtuung. Ich lese so gern Kommentare. Ne? Ich auch, auf jeden Fall. Ja, sowieso. Immer wir sehr gerne halt sogar. So ein bisschen von der Twitch-Schiene auch hier rüber geschwappt. So Klixi hatte die Idee. Ja. Und das war wirklich, wirklich, ich muss sagen, eins der besten Sachen im letzten Jahr, die ich da so angegangen bin durch deinen Vorschlag. So. Mhm. Und das hat einfach das, ich weiß nicht, es macht so Spaß zu createn, zu schneiden. Es war ein bisschen mehr Arbeit auch so. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht. Wenn dann, es muss nur einer in der Woche schreiben, so ich freue mich auf deine nächste Folge. Und die Motivation ist einfach direkt da. Die ist direkt da, richtig, ja. Genau so ist es richtig. Direkt da wieder 10 neue Folgen zu machen. Weil irgendwo eine Seele hat gesagt, ich feiere deinen Scheiß und das freut mich so. Und dann ist schon die Freude da, dann bist du wieder. Also es gibt manchmal auch diese Löcher, die man so hat, dieses. Ja. Ja, man ist ein bisschen down, wo man dann irgendwie nicht. Boah, diese KI, ich rasch gleich aus. Ja, manchmal denkt man auch so ein bisschen, okay, ein bisschen Stillstand, die Folgen gehen auch zurück zum Teil manchmal. Gibt es halt so, auch. Wo man dann oft, denkt, ja okay, vielleicht muss ich da nochmal überlegen, was ich mache und so. Und dann kommt einfach wieder, so wie heute, ich habe einen Short, der ist so krank in die. Alter, der ist so explodiert. Ja. Ach, und dann, ich denke so, auch mein Herz hier, ne, das tanzt dann. Voll auf, einfach diese Aufrufe dann auch zu sehen, dass es wirklich davon, weiß ich nicht, wenn du dann 2000 Aufrufe auf so einen kurzen Clip hast oder so einen Short, dann weißt du genau, okay, von diesen 2000 Aufrufen sind bestimmt vielleicht ein paar hundert dabei, die sich den wirklich ganz angucken. Ja, ja, natürlich, so muss man sowieso immer rechnen. Das, also davon sag ich mir so. Und das ist das, was einen dann auch wieder aufbaut, wo einen dann wieder so ein bisschen mitnimmt in aber die echtesten wieder nach oben Aufrufe sind auch. Ja die dir dann auch ein Herzchen da lassen, ja? Ja. Die haben es ja dann auch wirklich geschaut. Genau. Und wenn ich dann beim Klixi mal auf dem TikTok vorbeigehe und da sind einfach mal von in einer Stunde 56 Herzchen, ey, da plappt meine Kinnlade so runter, wo ich dann denke so, was, wie geil ist das denn? Da freue ich mich halt auch wahnsinnig. Gerade dann, ist einfach mega ist so gut. Also, da werde ich auch, da werden auch viele, viele weiteren Clips folgen. Gerade auf TikTok werde ich noch weiter Content bringen. So wie hier auch auf YouTube und auf Twitch dieses Livestreamen. Es macht Spaß, die Leute dann immer auch da zu haben, aber nicht mehr in der Häufigkeit. Ich muss da ganz ehrlich sein, ich glaube tatsächlich, dass mir das auch in Zukunft reicht, so maximal zweimal in der Woche mal einen Livestream zu machen, denke ich. Also, machen andere ja auch nicht anders tatsächlich. Eben. Weil es halt auch die Zeit, ne? Wir reden hier von Papas mit ohne Probleme, ne? Es steckt schon im Namen, wir sind Papas. Ja, ja. Die Zeit ist. Aber es ist ja auch die Kreation, die du selber in den Monaten dann entwickelst. Ja, ja. Deine, also die, ich nenne es mal die Kunstperson an sich, so nenne ich es mal so überzogen, so ein bisschen, ja. Ja, hast aber recht. Du entwickelst dich ja auch in den Jahren. Jeder Creator von den Großen, die haben ja auch einen Werdegang gehabt, die dann sagen so, boah, ich grinde erstmal nur Twitch und so. Und damit sind wir ja auch eingestiegen. Es ist ja auch relativ, es ist ja auch viel leichter, Twitch zu machen. Du musst nur einigermaßen einmal, dein Setup am Stimmen. Klar, du brauchst eine Kamera und so, wenn man jetzt mit Kamera machen, muss man auch nicht unbedingt, aber wäre schon von Vorteil. Aber du im Prinzip stellst du dir ein OBS ein, machst da Dinge an und wartest auf Leute, die reinkommen. Genau, ja. Du hast halt mit YouTube auch ein bisschen mehr Arbeit, was die Aufnehmerei betrifft und so. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, in letzter Zeit fällt es mir echt ganz oft, also mir fällt es echt auch ein, leichter und einfacher ist es für mich, hier für YouTube dann auch dann Folgen aufzunehmen, so wie die jetzt hier, dass man einfach miteinander eine Tour fährt hier und nebenher quatscht, diesen gewissen Podcast-Effekt auch dabei hat. Ich habe immer eins in den Ohren, was du auch immer gesagt hast bei YouTube. Du, YouTube, ich will es jetzt nicht arbeitet für dich nennen, aber guck mal, du hast YouTube und stellst es rein und es ist halt drin. Richtig. Und richtig. Twitch ist, du spielst, es bleibt zwar auch drin, aber da wird nicht mehr großartig drauf rumgeklickt. Ich Nein. möchte fast sagen, gar nicht. Nein, also
gerade diese VODs, die über 3, 4 oder 5 Stunden gehen, wo dein Livestream lief, kann ich mir nicht vorstellen. Die sind ja auch gar nicht für immer drin. Ja, das kommt noch hinzu. Und zweitens werden nicht viele, das gibt nicht arg viele davon, die sich dann wirklich diese 3, 4 Stunden nochmal dann offline angucken. Bei Twitch ist einfach auch mehr, der ist halt dieser Live-Aspekt, ist einfach so. Du gehst ja zu dem, ich bin ja auch nicht so, ich bin jetzt dein Buddy und guck dich gerne, aber ich würde jetzt deine VODs auch nicht gucken, bin ich ehrlich. Also du hast ja genug andere Sachen zu tun. Vielleicht wenn du sagst, gestern war was Cooles, dann ist ein VOD wieder gut. Wenn ich dann, jetzt zum Beispiel nicht gucken konnte, ey, schau dir mal meinen Hype-Train an und so, was da los war, die sind komplett eskaliert. Oder meistens sind da Clips davon gemacht. Aber dann spulst du auch dahin. Eben, du spulst erstens mal auch dahin, ist ja dann dieser YouTube-Effekt sozusagen wieder auf. Ja, dieser, Aber oder es werden ja Clips davon einfach gemacht. Ja, das auch noch. Ja, also ich bin jetzt auch so einer, der ein bisschen eher der faule Gucker ist, der guckt sich auch, ich bin auch so, ich gucke mir lieber so Clips einfach auch an, so kurze Ausschnitte auch. Und so. Deswegen geht auch Shorts und so gut, weil du, guck mal, du kannst in der Stunde, guckst du dir entweder 2 Folgen an, oder 1000 Clips. Ja, ist richtig. Diesen Input, den man sich dann da holt. Ja, solche Sachen. Du weißt bestimmt mehr, was gerade so zur Zeit abgeht, als du kennst wahrscheinlich eher den aktuellen TikTok-Tanz, wenn du durch die Shorts gehst, als dass du dir ein Stundenvideo anschaust. Ja, auf jeden Fall ist so. Ne? Dieser sogenannte Trend, wobei der manchmal auch etwas fragwürdig ist in ganz vielen Fällen, muss man auch so sagen. Aber letztendlich... Ja, es ist halt so, das ist dann auch immer, was machst du mit der Plattform, ne? Was erkennst du da drin? Ja, was machst du da draus? Ist so. Ne, ich kann jetzt auch nichts mit diesen Mädchentänzen da anfangen, so ist ja klar. Nee, klar, logisch. Mit diesem Girly-Girl-Zeugs. Ja, aber ist halt, TikTok ist aber auch dafür wieder vielleicht Teenies gegenüber irgendwie freundlicher, so, weißt du, ich meine so, wer weiß. Mit diesen ganzen Tänzen und so. Das vielleicht gerade das, aber... Vielleicht hat das auch was Gutes. Ja, gut, TikTok ist in ganz vielen Fällen aber auch etwas gefährlich, muss man auch ein bisschen dazu sagen. Da gibt es auch ganz oft diese gewissen Challenges und so. Es ist schon manchmal ein bisschen, und diese Jugendlichen und die Teenies und so, ne, die kennen es. Meine ja sowieso allgemein Tochter ist jetzt auch langsam in dem Alter... Ja, okay. Diesem Teenie-Ding und die haben natürlich, die sehen die Welt anders wie wir einfach. Ja gut, sind deine Kinder schon etwas weiter. Okay, dann habe ich vielleicht den Gedanken auch erst später. Ja. Weil meine gucken sich tatsächlich immer nur dieses Cartoon-Zeugs an, ne? Da gibt es auch viele Shorts mit Cartoon und so. Da gibt es auch viele. Es gibt halt auch, was machst du aus der Plattform, ne? Was machen die jeweiligen... Ja. Was machen die jeweiligen Creator mit dieser Plattform? Also, wofür wird sie genutzt? Ja. Für Scheißdreck oder? Ich finde einfach im TikTok, ich glaube, TikTok ist wirklich tatsächlich aus diesen Tänzen irgendwo mal geboren worden, bin ich der festen Überzeugung. Ich glaube, damit fing auch so wirklich alles an mit dieser, ich stelle eine Facekamera auf, mache irgendwelche komischen Gesichter oder tanze da irgendwie rum. Deswegen am Anfang war ich auch sehr so anti-TikTok. Da habe ich mir gedacht, was ist das für ein Kack? So, ne? Bin ich auch ganz ehrlich. Und dann kamen ja so die ersten fürsprechenden TikToks oder Shorts oder Videos auf YouTube, wo da war so ein Scherzvideo, wo dann einer sagt so, ach nee, TikTok ist der letzte Müll und dann fliegen da so ein paar kurze Videos rum. Ach so, und dann hat man ihn nochmal gefilmt, wie er sich so kaputt lacht. Ne? Das war so gestellt zwar. Aber dann sagt er so, oh, TikTok ist ja doch nicht so schlimm. Ne? Ist so, ja doch nicht so. So ein Werbevideo für TikTok war es so. Ja, verstehe. Und TikTok ist ja im Prinzip nichts anderes wie Shorts eigentlich, ne? So gesehen, also das ist nichts anderes, dann im Endeffekt, wie ich finde halt, YouTube hat ja da auch gut reagiert, indem sie diese Shorts gemacht haben, die Möglichkeit, die Shorts zu machen, weil dadurch kann man natürlich auch als kleiner YouTuber, finde ich, bin ich der Meinung, und das geht, doch nochmal die Reichweite generieren über Leute. Dich finden Leute schneller. Ich habe es heute halt am eigenen Leib erfahren. Ja. Ich hatte einen erfolgreichen Short, so kann man es ja einfach nennen. Ja, ist und so. Dadurch einfach 2 Leute generiert. Und, ne? Ja. Und ich habe mich halt auch mega gefreut. Und das durch Shorts. Shorts ist wirklich ein sehr gutes Ding, Werkzeug, um auf deinen Kanal aufmerksam zu machen. Ne? Genau darum geht's ja. Und das hat jetzt ja zum Beispiel, Twitch hat es nicht. Du musst bei Twitch über andere Plattformen gehen, wie Insta. Ja, ja. Insta. Oder gerade TikTok zum Beispiel. Wenn du dir Clips, wenn du Clips hochlädst bei TikTok, dass du darüber Leute auf Twitch für dich gewinnst. Twitch und Insta, die sind schon fast verheiratet. Also die sind wirklich. Also Insta ist die Werbeplattform für Twitch tatsächlich.
Und das hast du bei YouTube, hast du im Prinzip die quasi diese Werbeplattform die integriert mit den Shorts, richtig? Ja, ja, genau. Weil wenn du so einen Short machst und der geht halt dann mal wirklich aufruftechnisch durch die Decke, du hast echt einen erfolgreichen Short dabei. Mit, ja. So wie meiner jetzt, mein Vorletzter, den ich habe, mit über 2000 Aufrufen. Ja, geil. Und knapp 100 Likes. Ja, cool. Wenn du da immer wieder Content bringst und die Leute diese Shorts dann immer wieder sehen und da sind immer wieder witzige Sachen dabei. Und nochmal so zur Verinnerlichung der Leute, die uns hier zuschauen und vielleicht sogar erfolgreichere Kanäle haben. Ja, es gibt definitiv Leute, die haben Videos mit 200.000 Aufrufen und ja, sicher. Ich back hier rum. Ich sehe es gerade, Alter, was ist hier los? Hier backt es extrem. Mit 200.000 oder noch mehr. Guck mal, das Auto! Liegt ein Auto! Alter! Puh! Das war. Eieiei, das war ein ordentlicher Unfall. Okay, das wird auf jeden Fall ein Short wieder. Was ist hier passiert? Ach, hier war ein Unfall. Die sind ineinander. Oh. Alter, ist der weggeflyert. Oh, der hat aber den richtigen Marty McFly ausgepackt. Ah, der richtige die Wespe gemacht. No. Oh, der ist geflogen. Krass. Ich sehe nur diese Headlights. Oh, puh, jetzt habe ich mich aber kurz mal verschluckt. Krass, alter Schwede. Wie der weggeflogen ist. Den hat es aber mal ordentlich gewirbelt. Den hat es mal weggewurstet, ey. Oh, moin. Moin. Weiter geht's. Peter Griffin. Peter Griffin. Peter Griffin. Ey, Kumpel. Ja, was geht, Kumpel Blase? Los geht's. Wir haben nur noch 200 Kilometer vor uns. Juhu, schöne Tour, würde ich sagen. Absolut guter Ritt hier. Wie lange ist die Aufnahme bis jetzt? Müsst du natürlich, ich weiß nicht, den Anfang schneide ich vielleicht sogar weg mit dem. Ich schneide auch gut was weg, keine Sorge. Also müssen wir mal gucken mit diesem Abkratzen da, der Autos. Ja, wir haben nämlich schon über eine Stunde, da musst du garantiert noch was weg. Wobei, da habe ich mich gut durchgeschlängelt, das könnte ich sogar drin lassen. Ja, da, ja, gut. Das gibt's. Dann musst du mein Shit-Talk, dann musst du da mal ein paar Kurzgeräusche drüber machen. Ja. Ach, herrlich. Aber super Strecke bis jetzt hier. Ja, super genial. Alles hier so. Ein bisschen unterbezahlt finde ich die Strecke, aber ein bisschen leicht. Ticken. Aber du weißt ja, ne? Das Spiel lässt sich da nicht latzen. Nee, in dem lässt Fall. Sich nicht lumpen. Dafür kommen wir wieder schneller durch. Das ja, ist, ja. Guck mal, wir haben ja nur noch jetzt. Aber guck mal, wenn ich jetzt doch gucke, 180, das ist so schnell weg, 100 Kilometer. 100 Kilometer sind schnell weggefahren. So, passt. Man wünscht sich immer so mindestens ein Fuffi, sind wir mal ehrlich. Den wünsche ich mir halt ja, immer. Ja, ja, so 50k. 50k wünsche ich mir tatsächlich auch immer. Pass auf, Blitze. Oh, 50. Warum hier? Alter, so weit runter. 50? Oh, Spain! Oh, wir sind Spanien. Oh, erstes Mal Spanien. Freunde. Hallo Spanien. Direkt nach Barcelona. Viva la España. Viva la España. El burrito, willkommen. herrlich, cool. Sehr schön. Schön erstmal eine Bohnenrolle reinziehen gleich irgendwo. Mal richtig essen. Obwohl, da sind wir eher bei Mexiko, ne? Ja, das doch, eher Mexiko. Paella. Paella, ja, genau, eine schöne Paella. Paella! Da ärgere ich immer meinen Arbeitskollegen, der ist Portugiese. Dann sage ich mal, ja, ja, ne, aber gleich zu Hause wieder Paella essen. Ne? Und dann so, das sind die Spanier. Mensch, egal. Das sind die Spanier. Ja, ja, genau, ja. Ist doch Wurst. Reinwursten. Genau, ist Wurst. Oh, guck mal, die Häuser hier rechts. Oh, da oben ist ein Heli. Ist wieder irgendwo was passiert. Oh, die suchen einen. Was eine anständige Tour, mein Freund. Also, das ist ja Wahnsinn. Super, super coole Tour. Und am besten sollte man eine Folgetour von hier machen, also innerhalb Spanien oder so. Ja, 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 ja. Irgendwie, tatsächlich. Gut, das wird aber eventuell schwer. Ich weiß nicht, ob du bis dahin noch wieder fährst. Aber ich könnte Madrid ja tatsächlich wieder anreisen danach. Ja, ja, klar, das kann man ja jederzeit wieder anreisen, so ist nicht. Aber ich mache sogar ganz gerne, dass ich Folgetouren von der Firma mache. Das ist eigentlich gar nicht so doof. Das ist gar nicht doof, das ist sehr gut, weil ich guck mal, ob die nächste Tour irgendwo innerhalb Spanien irgendwie, ob es da wirklich was gibt. Muss ich mal schauen. Einfach gleich an der Firma schauen, wo wir hinfahren. Ja, genau. Ob der weitere Aufträge hat. Weil das fand ich gar nicht so. Erstmal deckst du das Land auf. Richtig. Zweitens, du hast keine Schnellreisekosten. Drittens, du bist effizienter, weil du sofort wieder Geld verdienst. Ja, ja. Du hast keine weiteren Schnellreisekosten oder ähnliches. Ja, du musst halt nur eben schlafen gehen, reparieren eventuell, ja. Und dann geht's weiter. Also ich mache schon auch immer meistens
wenn, auch wenn die Reifen abgefahren sind. Mal gucken, ob irgendwas ist. Mhm. Ja, ich habe ein bisschen was, warum auch immer. Ich glaube auch, oder? Ach so, sind die Reifen. Ne, sind die Reifen. Ja, ja, ich habe auch 1% Reifen. Ich erschrecke mich mal auf, liege 1%. Ich so, hä, ist nichts passiert. Und? Aber sind die Reifen. Du musst dir unbedingt mal noch einen Auflieger kaufen. Ja. Damit wir Touren fahren können mit eigenem Auflieger dann auch. Sollte ich vielleicht mal tun, ne? Dass mir, weil dir fehlt noch ein eigener Auflieger, dass wir mal fahr zusammen... Fahr mal dem hinterher. Diesmal fahre ich dem LKW hinterher. Dass wir zwei Touren zusammenfahren können, tatsächlich. Ja, dann mache ich das gleich, okay. Das, dann kannst du dir so einen Curtain-Sader oder so einen wie ich habe. Ja. Da kannst du direkt durch. Hier musst du latzen, oder ja, was? Ja, ja. Hier musst du anhalten. Ich fahre jetzt mal schlau. Du warst echt schlau. Du warst schlauer wie ich. Ja. Diesmal hat die KI mir geholfen, ausnahmsweise mal. Ist ja irre. Was mache ich denn jetzt? Fahr doch mal weiter. Dachte, wer ist denn hier der Trucker? Du fährst immer nur nach Kassel, du musst noch weiter weg. Oder Karlsruhe. Oder Karlsruhe, ich fahre nur bis Karlsruhe ja. Immer, ja. Karlsruhe, ja. Bitte links halten. Der Klixi ist echter Trucker. Der Klixi? Ich bin ein echter, ja. Ein waschechter. Ja, richtig. Wo ich das gehört habe, ich so, oh cool. Ein Tanker. Ich so, wow, geil, Tanker. Ein Tankerfahrer. Ja. Der Klixi, der betankt sich gerne mal. Betankt mich ganz gerne. Aber, ja, ich fahre halt dadurch, dass ich halt, also in echt fahre ich halt nicht immer, also auslandsmäßig und so fahre ich ja nie. Es ist ja wirklich immer nur diese, ja, eigentlich die gleiche Strecke, sage ich jetzt mal. Klingt jetzt irgendwie so dann, ach, hier haben sie wieder einen Unfall gebaut, ja, die sind gut, zu aber doof der Verkehr zu fahren. Ist ja nicht immer gleich. Nein, nein, der Verkehr ist nicht immer gleich. Aber quasi die Strecke, ne, die ändert sich halt nicht. Da ist es jeden Tag wirklich das Gleiche. Oder dasselbe, das Gleiche, wie auch immer. Ist das Gleiche. Ist das Gleiche. Ist dasselbe. Das Gleiche ist dasselbe. Aber ja, es macht trotzdem irgendwie Spaß und ja. Ja, und deswegen gibt mir das Spiel nicht. Auch so viel, wenn man hier so wie jetzt, mal, ne, mal eine Tour nach Spanien oder mal. Also man kann es natürlich nicht 1:1 mit der Realität vergleichen, keine Frage, nee. Das sowieso gar nicht. Was macht der vor mir? Aber es ist schon mal schön, auch mal so einfach virtuell dann einfach durch die Landschaft zu fahren oder durch die Welt zu fahren. Alter, was macht der Spacko? Nur mischt, ey, oder? Das wäre jetzt was für dich. Der ist jetzt 5 oder 6 Mal von links nach rechts gefahren. Idiot. Mitte rechts. Ja, fahr den weg. Aber wenn ich den jetzt schneide, bremst er dich aus. Ja. Alter, geht der mir auf den... Gut, hier vorne ist eh schon wieder... Kommt gleich nochmal eine Mautstelle. Wir sollten sowieso mal runterbremsen. Boah, da muss ich irgendwo, wo der nicht reinfährt. Der gibt mir so auf den Pinkel, der Typ. Oh, hier ist aber ordentlich Verkehr gerade, tatsächlich. Dann bleibe ich mal rechts. War der Kain, dem Bobbycar-Typ? Mach ich. Der wird wahrscheinlich wieder... Multipass der wird den Multipass durchfahren. Bleib im Windschatten. Drück dich mit durch. Mal gucken, wo er hinfährt. Das hast du auch mal den Gedanken als Kind gehabt, wenn jetzt jemand so aus dem Parkhaus kommt. Einfach habe ich immer so gedacht, so ganz eng hinterherfahren, Mama oder Papa. Dann durch dann die Schranke durch. Ja, dass man, noch, dass man nicht zahlen muss, dass die Schranke noch aufbleibt. Ich glaub, diesen Gedanken hat jeder Mensch schon mal gehabt. Ja, ja, ich glaube auch. Ich glaube auch. Einfach schnell mit durch. Geil. Guck mal, das staut sich, aber wo fährt er jetzt da rein, da vorne? Der ich mit dem mit der Walze Lidl. Da? Ich fahr mal hier rein. Ich nutze das hier bei diesen Nutzfahrzeugen. Überall, wo keine Karte oben dran steht, kann man so durchfahren. Guck mal, die fahren auch da durch, links. Multipass. Wir hätten okay, tatsächlich auch da durchfahren können, da. Du hast, glaube ich, den neuen Scooter hinten drauf. Super. Den Superb. Mhm. Wieso halten die denn an? Die können doch durchfahren, oder? Ist doch keine. Oder ist eine Schranke? Ach, doch. Weil die doof sind. Die obervorsichtige KI wieder. Oder haben wir. Ah, doch. Da ist eine Schranke. Ich sehe es gerade. Mhm. Ich sehe es gerade. Da ist eine Schranke, ja. Deswegen, naja. Da ist eine Schranke. Saftige Automatik, ey. So, jetzt. Stop and go. Gut, wir sind ja gleich da, 40 Kilometer, wir haben es ja nicht mehr weit.
Guck mal, wir sind gleich da. Ja, das genau, passt genau eigentlich. Finde ich auch. Fast wenig ein Ticken. Wir könnten auch länger fahren. Ja. Aber das besser so eine saubere Tour als... Ja, vor allem, guck mal, eine saubere, wirklich eine reine saubere Tour. Es geht ja dann auch schon wieder hier in die ins Real Life rein, die Kinder ins Bett. Ja, es passt genau. Ringen und so, Scherze, alles. Vielleicht gibt's noch Mario Kart aufs Auge. Naja, guck. Und dann hat man ja da auch wieder zu tun, bis die Kinder da mal im Bett sind. Ach, das dauert auch wieder 100 Jahre. Ich weiß sogar nicht, dass ich heute nochmal hier vom PC komme. Ja. Das muss gar nicht heißen, dass ich da... Ich werde mich im Bett, die haben gleich schon mal vorwarnen. Dass du wahrscheinlich schmelzen wirst. Dass der Schmelzkäse auch eventuell eintreten könnte. Ja. Das Schmelzen des Käses. Das Schmelzen des Käses kann durchaus passieren. Da ja, muss kann durchaus eintreten, dass der Käse zum Milzani wird. Aber damit muss jeder halt klarkommen einfach. Ja, wenn man du. Mit Papas Pferd, mit Papas ja. Spielen Papa will, Papa zocken Content will. Ist so. Ja, ist einfach so. Gut, da muss man sich die Minuten. Ja, da muss man sich die Minuten. Oh, Barcelona, erster Aufenthalt, Barcelona. Ja, wir sind geil. In den Viva la Barcelona. Viva la! Würde Barcelona durchgefunden. Barcelona, Baila. Baila. Ja, Baila. Oh, 60 hier. Oh, 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 oh. Tequila, Tequila. Ich weiß nicht, wie hart die Spanier in den Straßen sind. Ja, wir wollen es nicht. Oh, der Tunnel hier. Ui. 80, 80. Schön. Oh. Mach mal Fenster runter und lass mal knattern. Gemacht. Man merkt einfach, das sind die DLCs. Ja. Lass sie mal knattern im Tunnel hier. Ich kann nicht knattern, ich habe keine Bohnen gehabt. Dann wird es Zeit für die Bohnen. Gib dem Truck mal Bohnen. Gib mal dem Truck jetzt Bohnen. Da vorne haben wir ein Ausrufezeichen-Ding, irgendwas zum Entdecken wieder. Bist du schon mal an so einem Aussichtsplattformpunkt oder so gefahren? Nee, nicht wirklich. Also ich Aussichtspunkt, wohl welche eingenommen. Aussichtspunkt entdeckt, neuen Aussichtspunkt entdeckt da oben. Wenn man da hinfährt. Kann man auch hinreisen? Weiß ich gar nicht, ob man da hinreisen kann. Ich wollte das eigentlich so mal letztens bei einem mich hinstellen, ob dann irgendwie so, da kommt dann, glaube ich, die Kamera, die dann so schwenkt. Ja, ich denke mal, so da kommt diese Cinematik. Cinematik-Ansicht, ja. Ja, ich habe einen auch. Immer wenn rechts eine Nachricht aufpoppt, dann bin ich immer so nein, ist wieder irgendwas, ne? Ja, ja. Ja, ja. Und dann steht da einfach nur so, du hast was entdeckt. Oh, ja, Gott sei Dank. Ja, ja. Aber hier geht's auch gut bergauf, jetzt muss meine. Was haben wir denn jetzt? 3 Kilometer? Das kann auch nicht richtig sein, ne? Jetzt muss man Mercedes aber nochmal ackern, ja. Wo muss ich denn jetzt runter? Hier? Ja, hier. Einfach durch die Bande runter. Ja, einfach runterfahren. Einfach so durch. Wenn hier eine Brücke ist, einfach runter. Bam. Wir sind da. Nimm die Ausfahrt rechts. Was, 60? So, keine Schäden. Nur Reifenabrieb. Biege nach rechts ab. Ein kleiner Blitzer. Also ich musste nicht viel Pain. Ich auch nicht diesmal tatsächlich. Wir haben uns wirklich was Schönes ausgesucht. Wir müssen tatsächlich doch ein paar mehr Kilometer in Kauf nehmen. Genau gucken, wo gehen die Touren lang. Dann kriegt man doch wohl ganz schöne Touren, ne? Kriegt man auch. Kriegt man tatsächlich. Also die eine, oh, die Einfahrt hier ist aber schön. In die Firma hier rein. Guck mal, was gibt's jetzt über die Karte zu meckern? Was haben die jetzt schon wieder gehabt? Ja, weiß ich auch nicht, warum die so bewertet ist, dass man da so meckern muss. Gibt's zu wenig Städte oder was ist, warum? Ja, weiß ich auch nicht. Wobei, Städte gibt's laut Karte eigentlich genug, oder? Was ich jetzt gesehen habe. Ja, also es ist doch genauso im Stil von den anderen Karten weitergeführt worden. Natürlich. Ich weiß nicht, was die immer haben. Vor allem finde ich ja alles gut, außer die Deutschlandkarte, die noch teilweise oder die noch sehr, 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 sehr überarbeitet werden muss. Alles gut aus, ja, das auf jeden Fall. Also, aber ich mag jetzt England auch nicht so tatsächlich, aber sonst, ich kann jetzt gut, nicht. England, aber ja. Die war ja auch standardmäßig, ist ja keine DLC-Karte oder so. Nee, stimmt, hast recht, ja. So, den Retarder, der ist noch aktiviert. So, dann fahren wir mal über diese Außenansicht hier an die Rampe. Können sie ihre Autos in die Halle fahren oder weiß ich nicht, was sie damit machen. Oh, das war jetzt auch schlecht geparkt von mir. Ich stelle den jetzt. Haha, guck, er ist im Grün, das passt so. Das reicht mir. Mach mal eben einmal den leichten. Herrlich, wunderbar. Das Video einmal 44.000. 44.500. Da gibt es doch noch Boni drauf, oder?
Das ja, habe ich auch. Oh, neuer Skillpunkt. Ja! Auf hochwertige Fracht gehe ich jetzt tatsächlich nochmal. So, meiner steht auch. So, wunderbar. Uhr ist so, wir haben also gefahren, jetzt nochmal fürs Video, 897 Kilometer, 16 Stunden, 55 Minuten, mit 403 Liter. Also da reicht definitiv einmal tanken, ist ja fast nur ein Drittel des Tanks.